Hallo liebe Reisegemeinde, in diesem Video nehme ich euch mit zum Peter-Behrens-Bau nach Oberhausen in das Niederrheinische Industriemuseum. Hier lagern heute 350.000 Objekte des Museums auf 5 Etagen. 1920 wurde das Lagerhaus im Auftrag der Gute-Hoffnungs-Hütte in Oberhausen entworfen. 5 Jahre sollten vergehen. Im Jahr 1925 war das Gebäude dann fertiggestellt. Im Inneren wurden in dieser Zeit insgesamt 1000 Tonnen an Stahl verbaut. Die stählerne innere Konstruktion ist von einem massiven Mauerwerk aus Backstein umgeben. 1989 wurde das Gebäude unter Denkmalschutz gestellt. 1998 nahm das LVR Industriemuseum das neue Zentraldepot in Betrieb. Bereits bei der Anreise macht der Besucher am Gebäude eine spannende Entdeckung. Am Gebäude befinden sich beeindruckende schwere Maschinenteile aus historischen Industrieanlagen. Die aktuelle Ausstellung Klasse und Masse zeigt die Geschichte des Kunststoffdesigns. Gezeigt werden Computertelefone, das Bobbycar, der freischwingende Stuhl und weitere Ausstellungsstücke, die aus Kunststoff gefertigt wurden. Die Aspekte der Umweltverschmutzung und die der Ressourcen finden ebenfalls Beachtung. Das ist die Aussicht aus der 5. Etage. Gut zu erkennen ist der Gasometer und das Einkaufszentrum Westfield Centro. Beides liegt in unmittelbarer Umgebung. Doch wer war denn eigentlich Peter Behrens? Er war ein bekannter deutscher Architekt, Maler, Designer, Typograf und Autodidakt. Er lebte von 1868 bis 1940. Unter anderem entwarf er Bauten für die Industrie und Verwaltung. Er galt als ein Vorreiter der sachlichen Architektur, des Industriedesigns und war Erfinder des Corporate Designs. In der 5. Etage werden der Lebenslauf, das künstlerische Schaffen und seine Lebenswerke präsentiert.